Liebe Zuschauer, sehr herzlich willkommen zu unserem heutigen Format Visite und danke für Ihre Zuschriften an visite@qs24.tv. Ich bin immer wieder sehr berührt von den Fragen. Ich bin immer wieder sehr interessiert, auch diese Dinge zur Grundlage zu legen, damit diese Sendung auch sehr, sehr nah am Thema bleibt. Und heute schrieb mir Frau Ute aus Rostock. Ute, Sie sind 48 Jahre alt und Sie schreiben, dass Sie immer wieder chronisch, aber vor allen Dingen rezidivierend auftretend, immer wieder Entzündungsprozesse im Bereich Ihrer Schleimhäute, vaginal, auch höher steigend zur Blase. Aber es bleibt manchmal nicht darauf beschränkt. Dann sind es wieder die Nasennebenhöhlen. Also die Schleimhäute sind ein großer, sage ich mal, Schwachpunkt in Ihrem Organismus. Und Sie baten mich, über Dinge zu sprechen, was Sie tun könnten, um diesen Prozess endlich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist, wenn man eine ärztliche Untersuchung macht, nicht so einfach, weil was ganz, ganz wichtig ist, dass man erstmal versteht, was ist denn los? Denn eine Entzündung, die eine stille Entzündung immer wieder permanent da ist, aber vielleicht manchmal gar nicht symptomatisch, sondern sich immer nur wieder in bestimmten Bereichen sichtbar wird, die nennt man ja Silent Inflammation. Die läuft nicht so ab wie eine akute Entzündung mit akuter Schwellung, Rötung, Schmerz, sondern sie hat ganz, ganz andere auch Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, weil natürlich jede stille Entzündung, die unbemerkt bleibt, auch zerstörerisch wirkt. Und wir sprechen heute von sogenannten Zellnarben, die zurückbleiben, wenn stille Entzündungen, sag ich mal, für den Körper permanent eine Belastung darstellen. Und das sind Dinge, die sich auch zeigen, wenn Menschen zum Beispiel immer wieder sagen, ich bin erschöpft oder ich fühle mich nicht gut oder ich bin immer wieder so anfällig. Also wenn jemand irgendwo in der Umgebung einen Infekt hat, dann habe ich ihn auch gleich. Dann muss man nach diesen stillen Entzündungen auch gucken. Und Sie müssen immer wissen, dass eine Entzündlichkeit der Körper mit einem Anti-Entzündungsprogramm reagieren muss. Das heißt, wir haben ja eine gewisse Immunabwehr und diese Immunabwehr steht auch für uns bereit, und zwar 24 Stunden. Aber sie ist eigentlich nicht für den chronologischen Dauer- und Überforderungsgebrauch gedacht, sondern sie soll an bestimmten gewissen Punkten soll sie präsent sein und soll den Körper damit wieder immer in sein ausgleichendes Basisniveau zurückführen. Das wird dann schwer, wenn so ein schwelender Entzündungsprozess permanent im Körper herrscht. Und es ist dann natürlich auch für die gesamte gesundheitliche Situation gefährlich. Also wir bringen heute ganz viele Erkrankungen kausal damit in Verbindung, dass erstmal über lange Zeit eine unerkannte Entzündung mit die Rolle spielte, bis hin zu Tumorerkrankungen. Ich will jetzt an dieser Stelle mich überhaupt nicht dazu berufen fühlen, eine Sorge zu verbreiten. Ich will nur sagen, es macht gar keinen Sinn, immer wieder nur die akute Entzündung, die sie ihnen reaktivierend oder rezidivierend jetzt Probleme macht, sondern man muss tiefer schauen, wer unterhält hier diese chronische Entzündung? Natürlich ist es mit 48 auch so, dass man vielleicht langsam in eine hormonelle Disbalance geht, weil sich langsam der Körper natürlich auch hormonell verändert. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es eine stille Entzündung, die kann man, oder symptomatisch ist sie jetzt vielleicht im Rahmen der Schleimhäute bemerkbar, aber man muss auch nach
einer viralen oder einer reaktivierten viralen Belastung schauen. Und das ist nicht das Primäre, dass man dann eine antivirale Therapie startet, sondern es kann sich eine virale Reaktivierung, und ich denke jetzt an Epstein-Barr, ich denke an Herpesviren, das sind alles Haut- und auch Schleimhautviren, das sind Dinge, die sich sehr wohl im Rahmen tiefer liegend, und jetzt komme ich tiefer liegend an eine vielleicht parasitäre Belastung im Darm, eine Dysbakterie im Darm, eine Fehlbesiedlung durch eine Candidose im Darm, hier immer wieder auch unterhält. Und deshalb ist es so wichtig, dass man nicht nur jetzt vielleicht einen Schleimhautabstrich dort macht, wo man immer wieder Beschwerden macht oder hat, sondern dass man wirklich durch die Stuhlanalytik oder durch einen guten Mikrobiombefund erkennt oder auch durch eine parasitäre Diagnostik erkennt, was stimmt hier mit meinem Darm nicht. Denn die Schleimhäute des Darmes und die Schleimhäute im Unterleib, auch die Schleimhäute unserer Nasennebenhöhlen, das steht alles permanent in einem großen Gleichgewicht. Und ganz besondere auch Stuhlparameter ist hier das sekretorische IgA zum Beispiel oder auch das Calprotectin oder auch das Alpha-Antitrypsin. Die zeigen uns, inwieweit Entzündungsprozesse an den Schleimhauten sich abspielen. Das sind dann Dinge, die dann auch zur Folge haben, dass gerade so im Bereich des gynäkologischen Raumes auch wirklich Fehlbesiedlungen sein müssen. Das pH-Milieu dort muss sehr tief sauer sein, weil die Eintrittspforten müssten geschlossen sein für Bakterien, um nicht weiter nach oben zum Gelangen. Und deshalb ist eine Milieustörung dort von großer Wichtigkeit, auch zu erkennen, dass diese inflammatorischen Prozessen, die ja auch zeigen können, einer verstärkten Abwehr in diesem Bereich eine Rolle spielen. Man hat das zum Beispiel auch bei der Endometriose beobachtet, dass gerade diese stillen Entzündungen oft durch Infektionen bedingt sind, Zustand nach Operationen, und dass dadurch die lokale Schleimhautabwehr wesentlich verringert sich darstellt. Es gibt eine Reihe von sogenannten Xenohormonen, das sind die Phthalate. Die Phthalate sind die Weichmacher. Alles, was Sie haben an Tupperware, Kaffeemaschine, Plastik, was mit Flüssigkeit in Verbindung kommt, löst diese Xenohormone. Man kann das messen im Urin, den Anteil von Bisphenol A. Und ich bin wirklich erschrocken, wie viele Menschen hohe Bisphenol A-Werte haben. Das hat aber auch wieder Einfluss auf unser hormonelles Gleichgewicht oder auch Ungleichgewicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass man diese Xenohormone im Blick hat, dass man auch Pestizide, Herbizide im Blick hat. Und das sind, glaube ich, alles unglaubliche Dinge, die so eine chronische Entzündlichkeit, auch wenn sie silent ist, auch wenn sie still ist, auch wenn sie nicht spürbar und dann doch immer wieder sehr, wirklich unter einer Entwicklung auch oder dafür Sorge tragen. Das andere ist, dass wir natürlich durch das, was wir zu uns nehmen, von Seiten unserer Ernährung auch solche Prozesse wirklich unterhalten können, dass wir durch unseren hohen Konsum an Zucker, wie oft ist Zucker auch so eine kleine Ersatzdroge, eine Candida oder eine Pilzbelastung auch wirklich unterhalten. Es ist wichtig, dass wir zu wenig Hochwertigkeit in unserer Ernährung haben, dass wir den Körper weit überfordern mit dem, was wir ihm zumuten, und völlig vernachlässigen mit dem, was wir wirklich benötigen. Es ist die Frage der Bewegung. Sehr, sehr viele Menschen sorgen nicht für einen entsprechenden Ausgleich. Das ist auch ein Faktor für die Gesundheit unserer Schleimhäute.
dass wir eine ausreichende und guten Bewegungsaspekt in unserem Alltag mit integrieren. Natürlich das finden, was uns Freude macht und Spaß macht. Aber wer das nicht hat, der muss sich nicht wundern, dass das Leben sich auch an Bewegung bindet. Und das war vor 150 oder 200 Jahren alles anders. Und damit hat sich das Leben an sich arrangiert. Und das Dritte ist der Stress. Ne? Stress heißt, ich habe Stress und den kann ich vielleicht noch abbauen, weil ich meine Ruhephasen habe, weil ich meine Regenerationsphasen habe. Aber wie viele Menschen stehen unter Dauerstress? Und dieser Dauerstress, der ist es nicht nur allein durch eine berufliche Überforderung, sondern auch durch eine gewisse auch nicht glücklich sein, Sorge tragen. Und was mich sehr, sehr, sehr berührt in den letzten anderthalb, zwei Jahren ist, dass sich eine unglaubliche Parasitose im Rahmen der Menschheit ausgebreitet hat. Und das ist wirklich eine Pandemie, nämlich dass Menschen Angst leben. Eine Angst leben, die sie auch unter einen Dauerstress setzen. Ich will überhaupt nicht in Frage stellen, dass ich mich auch vor etwas ängstigen kann. Aber das, was mit uns getan wurde, um Angst zu haben, Angst gesteuert zu sein, Angst vor etwas, was man meint, nicht handeln zu können, das ist schon wirklich traurig. Und in dem Moment, wenn ich eine Angstkaskade lebe, dann kommt mein Körper in Dauerstress, weil er passt sich dieser Angst an. Ich werde nicht gesteuert durch das, was ich will, durch das, was ich bewusst jetzt brauche, sondern das, was ich fühle. Und im Rahmen dieses Dauerstresses kommt es zu einer Ausschüttung von DHEA, Dihydroandrosteron aus den Nebennieren, aber auch für eine Menge von Cortisol. Und Cortisol ist dafür da, dass es kurzzeitig uns im Rahmen einer Fluchtreaktion, Stressreaktion zur Verfügung steht. Aber wenn wir in einer Daueranspannung sind, dann kommt es irgendwann zu einer Cortisolresistenz. Es kann auch zu einer Cortisolerschöpfung kommen. Und Fakt ist immer eins: Wenn Cortisol sinkt, dann ist die chronische Entzündung wirklich Fakt. Weil dem Körper fehlen jetzt antiinflammatorische Möglichkeiten, einen Entzündungsprozess zu regulieren. Und das ist wichtig, weil ja dieser anfangs lange Zeit Hyperkortisonismus natürlich auch sehr viel mit mir macht. Mit meinem Stoffwechsel. Sie wissen doch, wenn Menschen zu viel Cortison nehmen, wie sie dann auch aufschwemmen, wie sie gerade genug oder noch mehr Bauchfett ansetzen. Das Gesicht ist ganz typisch. Arme und Beine bleiben schmal. Das heißt, so an den Problemzonen zuzunehmen, gar nicht gut Gewicht auch abnehmen zu können. Das ist ein Zeichen eines zu starken Cortisolschubes, der dann natürlich auch den Weg frei macht für stille Entzündungen. Und aus diesem Kreislauf auch rauszukommen, das ist ganz wichtig, das zu auch erkennen und so einen Cortisolspiegel mal zu messen. Das ist ganz wichtig, dass Sie diese Dinge in dem Moment auch dann untersuchen lassen, um gezielt zu wissen, wie können Sie dem gesamten Problem besser gerecht werden. Das ist für meine Begriffe überhaupt nicht lokal zu lösen. Sehr viel Fleisch zu essen, gerade Schweinefleisch, das ist Arachidonsäure, das forciert Entzündung, zu viel Omega-6 und sehr oft ist dann auch das Ungleichgewicht zwischen Omega-3 und Omega-Verhältnis Omega-6 nicht mehr gegeben. Und dadurch kann der Körper immer wieder auch in diese prä- und inflammatorische Entzündungsbereitschaft gelangen. Also Omega-3, das sind so Hochseefische, Lachs, Makrele, Hering. Aber es gibt heute auch sehr hochwertige Omega-3-Präparate in flüssiger Form und auch als Kapsel. Das sollten Sie dringend tun, auch in Verbindung mit
oder nicht in Verbindung, ca. 2000 bis 3000 Milligramm ruhig täglich einnehmen. Das andere ist, bei jeder Entzündung denken Sie immer bitte daran, Vitamin E, entweder Tocophenol 400 bis 800 Milligramm oder auch als Vitamin E-Komplex, Tocotriole. Das hat eine sehr hohe Auswirkung. Auf der anderen Seite gebe ich immer sehr gern auch Enzyme. Und mir ist neulich mal eingefallen, ich muss Ihnen mal erklären in einer Sendung, was macht man zum Beispiel, wenn man eine akute Gelenkentzündung hat oder Zustand nach Zahnextraktionen oder wenn ich einen Entzündungsprozess beruhigen will, weil mir auffällt, dass in der Regel, wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine Fraktur habe und ich bekomme einen Gips, dann werde ich immer ausgestattet mit Indometazin und vielleicht noch Pantezol. Aber das will ich gerne mal auch in einer Sendung thematisieren, dass man sich vielleicht dann in dem Moment weiß, was kann ich jetzt tun? Und bei den Entzündungen spielen Enzyme eine ganz große Rolle, weil diese Kaskaden, die ablaufen durch eine hohe eigene Anti-Enzym-Reaktion von Seiten Ananasenzymen, zum Beispiel das Bromelain, unglaublich hochwertig sind. Und das ist das Bromelain oder Flugenzym, das Sie in diesem Falle gut einsetzen können. Bei allen Enzymen, die man einnimmt, geht man erst hoch. Also zum Beispiel 3x5, 3x4, 3x3, 3x2 und passt sich das so ein bisschen seiner Symptomatik an. Unterschätzen Sie bei allen auch, Prozessen, die im Rahmen im gynäkologischen Raum sind, dass es auch immer wieder sehr, sehr wertvoll ist, auch zu gucken, wenn die Mens noch da ist, vor der Mens eine Speichelprobe im Urin eine Speichelprobe abzunehmen. Im Speichel sind die aktiven Hormone. Ich mache das sehr gern im Speichel, um dann zu sehen, wie ist mein hormonelles Gleichgewicht. Es kann sein, dass es ein Ungleichgewicht ist zwischen Progesteron und zwischen Östrogen. Das hat alles Auswirkungen auch durch Östron auf die Schleimhautgesundheit. Vitamin A-Stoffwechsel ist wichtig für eine gute, Kraft der Schleimhäute zu sorgen. Es wird oft unterschätzt. Und das andere wäre, dass auch die Schleimhaut gerade in diesem Bereich natürlich auch einen sehr tiefen pH-Wert haben muss. Und damit stehen natürlich rechtsdrehende Milchsäurebakterien an erster Stelle für diesen Bereich. Also Vagisan-Zäpfchen und auch die Vagisan-Waschlotion sind wunderbare Dinge, um dieses Milieu zu stabilisieren und zu stärken. Ernährungsmäßig habe ich schon angedeutet, also Vitamin E in Form von Nüssen, dann Omega-3 in Form von entweder zuführen oder auch in Form von Hochseefisch, Lachs, Makrele, Hering, Leinöl. Dann wird es natürlich in die aktive Form noch umgewandelt. Aber auch alle Antioxidantien, hochwertige Polyphenole, Carotinoide, Vitamin C. Und das sind Dinge, die von unglaublichem Wert sind. Schleimhäute selbst brauchen Zink. Zink war in vielen Sendungen schon ein Thema. Zink ist das Multitalent der Zelle. Zink ist wichtig für die Struktur. Zink ist wichtig für die intrazelluläre Immunität. Und den Zinkspiegel misst man intrazellulär im Vollblut. Aber manchmal sind das auch ganz wichtige und entscheidende Dinge, die hier gerade ein chronisches Inflammationsproblem dann gut wieder ins Gleichgewicht bringen. Und ja, ich wollte, durch Ihre Frage bin ich so ein bisschen nochmal angestoßen worden, wirklich auf diese stillen Entzündungen einzugehen. Nehmen Sie das bitte alle anderen auch nicht einfach so dahin. Wirken Sie nicht immer nur akut gegen Entzündung, sondern verstehen Sie Entzündung. Jede akute Entzündung hat jetzt eine Aufgabe und ebbt dann als akute Entzündung auch ab. Aber jede chronisch latente, die Sie messen können durch das High-Sensitive CRP,
hat eine destabilisierende Wirkung. Und hier ist es ganz wichtig, bitte auch der Sache nachzugehen und auf der anderen Seite sehr bewusst auch das Leben anzuschauen, dass dieser Signal oder dieses Signal des Körpers auch wahrgenommen wird und von uns benötigt, dass wir es hinterfragen und einem sich entwickelnden chronischen Prozess Einhalt gebieten. Und da ist eine chronische, latente, leise Entzündung, die immer wieder akut wird, nur eine Folge von sehr vielen Dingen, die auf der anderen Seite zu einer Instabilität geführt haben. Ja, ich wäre dann schon wieder fast zum Ende gekommen und darf noch vielleicht am Ende von, wenn ich darf, von Hans Krupa noch einen Vers lesen. Ich mag den so gerne, der heißt Überlegungen. Wer so lachen kann wie du, sollte eine Sprache erfinden, die die Welt versteht. Wer so weinen kann wie du, der sollte allabendlich im Fernseher die Nachrichten lesen. Wer so schweigen kann wie du, der sollte seinen Mund nur zum Küssen öffnen. Wer so leiden kann wie du, der sollte Mutter Erde um Verzeihung bitten für die Zerstörungswut der Menschen. Wer so lieben kann wie du, der sollte immer dort sein, wo die Angst am größten ist. Ich wünsche Ihnen allen eine angstfreie und wunderschöne Woche. Und freue mich sehr auf die nächste Sendung Visite mit Ihnen. Schreiben Sie ruhig Ihre Fragen oder Sorgen an visite@qs24.tv. Ich freue mich, soweit es in meiner Kraft und Möglichkeiten steht, Sie diese zu beantworten hier an dieser Stelle. Und dann bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.